Willkommen zum Podcast, ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Von und mit Norbert Beck. Ihm habt ihr es zu verdanken, dass die letzten drei Sommer immer schönes Wetter war, weil er den Teller immer brav leer gegessen hat. Und hier ist er, euer Butterstückabnahmezähler Norbert Beck. Episode 1, ein wirklich schwerer Geburtstag. Ja, ich begrüße euch herzlich auf meinen Podcast. Ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Ja, danke schön, dass ihr hier mal reinhört. Ich hatte auch gerade nichts anderes zu tun. Darum gönnen wir uns jetzt einfach mal zusammen ein bisschen Zeit und sprechen mal über das Thema Dicksein, Abnehmen, gesunde Ernährung und entsprechend Bewegung. Mein Blog mit demselben Titel ist mittlerweile 10 Jahre alt. Angefangen habe ich in einem Abnehmforum, wo ich dann seinerzeit mich mehr als halbiert habe. Ja, es ist schlimm, wenn man sagen muss, dass man es nach 10 Jahren wieder bei derselben Situation angekommen ist. Es fühlt sich ein bisschen wie Verlieren an. Wobei, es waren auch etliche Gründe dabei, die man selber nur schlecht wirklich beeinflussen konnte. Meine Mutter wurde irgendwann zu einem Pflegefall und dies überstrahlte zumindest in den letzten 3 Jahren deutlich mein eigenes Leben. Es war halt so gewesen, dass ich vieles, was mich und meine Gesundheit betroffen hat, einfach ausgeblendet habe. Ich musste irgendwie funktionieren. Ich musste jeden Morgen, bevor ich an die Arbeit gegangen bin, das Frühstück und das Mittagessen fertig haben. Ich musste schon einen Plan fürs Abendessen haben. Wenn die Medikamente zu Ende gingen, musste ich zusehen, dass diese wieder rankam. Ich musste die Medikamente dann entsprechend sortieren, darauf aufpassen, dass meine Mutter die Medikamente nahm, ihr Spritzen geben, sie rein ins Bett bringen, wieder raus aus dem Bett rausholen. Es war keine wirklich leichte Zeit gewesen. Nur ich bin ganz ehrlich, wenn ich heute vor die Wahl gestellt würde, es ist jetzt mittlerweile 6 Wochen her, dass meine Mutter tot ist, ich würde es genau so wieder machen. Meine Mutter war einfach eine Frau gewesen, die in einem Pflegeheim untergegangen wäre. Sie hatte das Problem gehabt, dass wenn fremde Personen dabei waren, dass sie Schwierigkeiten damit hatte, sich denen gegenüber zu öffnen. Sie hatte auch Probleme gehabt, überhaupt zu sagen, dass irgendwas bei ihr nicht in Ordnung war, wenn sie Schmerzen hatte. Und ich saß ihr gegenüber, ich habe ihr das schon angesehen. Von sich aus hatte sie nie gesagt, dass sie Schmerzen hatte. Also ich, ganz ehrlich, wenn sie in ein Pflegeheim reingekommen, ich hätte ihr kein halbes Jahr gegeben. Und das Ganze wäre sehr schief gelaufen. Ich bin froh, dass ich ihr, nachdem sie in den Rollstuhl kamen, mindestens noch 7 glückliche Jahre bescheren konnte, wo wir viel zusammen erlebt haben, viel Spaß hatten. Wir hatten auch etliche traurige Situationen gehabt. Aber es war eine intensive Zeit gewesen. Und wie gesagt, mein Problem war, dass ich in der Zeit mich zu viel vergessen habe. Ein weiteres Problem war halt auch gewesen, dass es gesundheitlich sehr viel schief gegangen ist. Es ging eigentlich so ab 2017, 2018 nur noch bergab. Erst kam eine Wintersaison mit der damaligen Hausärztin, wo ich immer wieder krankgeschrieben wurde. Und es hieß dann, wegen meinen grippalen Infekten, holen Sie sich was Gutes in der Apotheke. Ja, das Gute in der Apotheke hat mir nicht wirklich weitergeholfen, da nach einem Infekt dann der nächste vor der Tür stand und mein Körper anscheinend nicht Nein sagen konnte oder wollte. Ja, und irgendwann hat das dann halt auch dazu geführt, dass das Ganze meine sportliche Leistungsfähigkeit beeinflusst hatte. Ich bekam Hustenanfälle,
Und ja, das Ende vom Lied war dann irgendwann ein Termin beim Lungenarzt und die Diagnose Asthma. Asthma ist an sich erstmal heutzutage keine schlimme Diagnose mehr. Früher hatte man mit Asthma keine lange Lebenserwartung gehabt. Aber heute, wenn die Medikamente richtig eingestellt sind, hat man mit Asthma eine genauso lange und gute Lebenserwartung wie jeder andere auch. Man hat eine genauso gute Lebensqualität wie alle anderen auch. Man kann eigentlich auch alles machen. Man muss halt nur entsprechend aufpassen, dass die Werte und die Lungenfunktion entsprechend intakt bleibt. Ja, und das war halt mein großer Pferdefuß. Ich hatte einen 1A-Arzt in Erfurt gehabt. Ich bedauere es heute noch, dass ich nicht mehr bei diesem Arzt bin. Es kam dann halt dann irgendwann, dass dieser Arzt dann die Medikation umstellte. Das Mittel, was ich bekam, hatte dann weniger Cortison drin. Die Entzündungen kochten wieder hoch. Die Lungenwerte wurden schlechter. Nur bei den Arztbesuchen saß heim nicht mehr mein behandelnder Arzt vor mir. Es waren mehrere Termine, die ich da hatte, wo jedes Mal eine andere Vertretung in der Praxis saß. Und der Spruch, der war eigentlich unisono derselbe. Ja, ich merke, dass bei Ihnen mit der Lungenfunktion es etwas schlechter geworden ist. Aber ich kenne Sie noch nicht lange genug. Wenn Sie etwas machen wollen, sprechen Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt. Nur, der war nie da. Mittlerweile weiß ich, dass dieser Arzt noch ein bisschen tiefer in Richtung Osten abgewandert ist und dort eine eigene Praxis eröffnet hat. Ja, aber für mich hat das nicht wirklich weitergeholfen. Ich habe dann hier bei uns vor Ort versucht, Termine zu bekommen. Leider hat mir dann Corona kräftig dazwischen gefunkt. Erst machte die Praxis komplett zu, dann war sie nur für ihre Patienten wieder geöffnet. Und als man wieder neue Patienten aufnahm, da war dann der erste Termin, der verfügbar war, 4 Monate später. Sprich, ich habe das Problem dann mittlerweile schon fast 2 Jahre mit mir rumgeschliffen, dass ich mit einem Asthma, was nicht wirklich richtig eingestellt habe, durch den Gegend gelaufen bin. Ich habe natürlich auch entsprechend im Alltag meine Probleme gehabt. Ich bin an die Arbeit gegangen. Unser Büro an der Arbeit ist im 2. Stock. Und wenn ich da oben angekommen bin, habe ich erstmal einen Hustenanfall bekommen. Es macht keinen Spaß, wenn du da an der Arbeit ins Büro kommst, hast gerade frisch eingestempelt und du sitzt dann an deinem Platz und bist dann erstmal 10 Minuten dabei, dir die Seele aus dem Leib zu husten. Gut, mit dem Termin hat sich dann aber auch sehr viel zum Positiven gebessert. Der Arzt hat natürlich schnell festgestellt, dass meine Bronchien fast zu waren. Er hat die Dosis vervierfacht. Jetzt, mittlerweile 3 Monate später, nach diesem Termin, fühle ich mich schon deutlich besser. Ich habe deutlich weniger Probleme im Alltag. Die letzte Lungenfunktionsprüfung, die ist auch sehr viel besser als wie die erste ausgefallen. So dass ich sagen kann, ja, es geht so langsam wieder in die Richtung, dass man ein bisschen mehr machen kann. Und natürlich ist auch mit dem Tod meiner Mutter für mich sehr viel weggefallen. Ich habe da natürlich jetzt sehr viele Freiräume, weil ich brauche mich halt nicht noch um einen weiteren Menschen zusätzlich zu kümmern. Es hört sich irgendwie an, als wenn man das nicht gerne gemacht hat. Doch, ich habe es gerne gemacht. Nur ich lerne jetzt so langsam, so nach und nach, dass es jetzt für mich auch einmal an der Zeit ist, wo ich an mich und meine Gesundheit denken muss. Weil so ein paar Sachen, die sind aber halt extrem störend mittlerweile geworden. Und wir haben zu massiven Problemen geführt, wo ich sagen muss, dass das Risiko besteht, dass dann irgendwann doch mal bei mir die Pumpe schlapp machen könnte oder andere Probleme so weit in den Vordergrund treten, dass ein normales Leben nicht mehr möglich ist. Und das möchte ich doch schon ganz gerne irgendwie vermeiden können. Ja, nach dem Asthma kamen dann halt noch Probleme mit dazu, dass eine Zahnbehandlung sehr schief gegangen ist.
Nein, ich meine nicht den Arzt, der mir letztes Jahr da einen Zahn ziehen musste. Es ist vorher schon sehr viel daneben gegangen. Bei einer Standardbehandlung, wo die Zahntaschen gereinigt werden sollten, ist einer Ärztin ein bisschen was daneben gegangen, worauf sich dann das komplette Zahnfleisch entzündet hatte. Von dem Spaß, da hatte ich weit über einen halben Jahr etwas, weil bei mir leider solche Sachen sehr, sehr übel aufstoßen und mein Körper leider da Probleme hat, dass die sehr schlecht abheilen. Ja, und mit einer dicken Backe läufst du halt nicht gut durch die Gegend. Und dann durch das viele Umsetzen meiner Mutter hat natürlich auch mein Rücken Probleme gemacht. Wir mussten leider Gottes in der Zeit auch mehrfach den Hausarzt wechseln. Das eine war gewesen, dass ich der Ärztin, der ich mein Asthma mit zu verdanken habe, leider irgendwann das Vertrauen entziehen musste, weil für mich war dann relativ festgemacht, dass halt diese vielen Verordnungen, also die vielen gelben Scheine, die sie rausgegeben hatte, nicht wirklich mir weitergeholfen haben, geschweige denn dessen, dass ich mir da laufend in der Apotheke, wenn da permanent ein und derselbe die ein und dieselben Probleme im Raum stehen, da muss da eigentlich schon ein bisschen mehr kommen, als zu sagen, hol dir was in der Apotheke. Da muss man dann irgendwann auch schon mal ein bisschen mehr untersuchen und wenn man selber nicht weiß, entsprechend dann einen auch mal zum Facharzt drüber schicken. Aber das ist da nicht passiert. Und das andere ist dann halt gewesen, dass wir dann bei einem Hausarzt waren, der leider mitverantwortlich war, dass meine Mutter im Rollstuhl gelandet ist. Ja, sie hatte das Problem, sie konnte ihre Beine irgendwann nicht mehr bewegen und ist dann gerade von der Pflege frisch fertig gemacht worden. Und natürlich, wie es dann war, 5 Minuten später stand der Arzt in der Tür und meine Mutter hatte natürlich wieder ein Ei noch in ihre gerade frisch angelegte Erwachsenenwindel reingelegt. Ich hatte noch zum Arzt gesagt, dauert 5 Minuten, dann ist sie wieder sauber. Anscheinend hatte der Arzt anderes vor, weil er meinte nur, ich komme morgen wieder und gucke mir das an. Dieses Morgen wieder, darauf warte ich heute noch. Ich habe dann 2 Tage später meine Mutter selber ins Krankenhaus gebracht, weil es absolut nicht mehr ging, weil sie auch zu Hause nicht mehr handelbar war mit ihrer Bewegungslosigkeit. Und dann halt kam dann der Krankenwagen vom Rote Kreuz. Mir wurde dann noch gesagt, wenn sie Pech haben, haben sie in einer halben Stunde die Frau wieder hier auf der Matte stehen. Ja, und im Krankenhaus kam ich dann gerade rechtzeitig dazu, wo dann die Stationsärztin runterkam. Und diese hat dann ersten Untersuchungen gemacht und war sich relativ schnell klar gewesen, wo die Probleme liegen. Und dann kam halt diese folgenschwere Aussage, 1 oder 2 Tage früher im Krankenhaus und ihre Mutter könnte noch laufen. Ja, damit stand dann halt fest, Querschnittslähmung. Rollstuhl bis am Ende des Lebens. Nicht schön, keine gute Vorstellung. Ja, und wir landeten dann halt gemeinsam bei einem weiteren Hausarzt. Für meine Mutter war dieser eigentlich recht gut gewesen. Für mich war es so ein bisschen gewesen, dass ich mir sehr deplatziert an der Stelle vorkomme, weil meine früheren Erfolge zählten dort absolut nichts mehr. Ich kam mir vor, als wenn die Halbmarathons, die ich gelaufen bin, irgendein anderer für mich gelaufen sein muss. Und wahrscheinlich die Fotos, die von mir gemacht sind, von einem Double, an einem Double erstellt wurden und ich mir die Urkunden, die ich in meinem Schrank noch liegen habe, wahrscheinlich auf einem chinesischen Bazar gekauft habe, weil ich wurde immer mehr dazu gedrängt, dass ich doch mir einen Magenbypass machen sollte, weil ich einfach keinen Erfolg mit meinen davorherigen Bemühungen hatte. Dass ich weit über 7 Jahre mein Gewicht gehalten hatte, regelmäßig Sport getrieben habe, zählte nicht. Ich wurde einfach in die Ecke des Versagers und des Losers
reingestempelt. Ich war auch im Krankenhaus gewesen, habe mir das Ganze mal angehört, wie denn das da ist mit diesem ganzen Bypass. Und man ist da auch recht geschickt im Krankenhaus, wenn man sich mit den Ärzten unterhält. Es wird alles so ausgelegt, dass es perfekt passt, dass eigentlich der Kasse nichts anderes übrig bleibt, diese teure Operation zu bewilligen. Das Einzige, was mich an der ganzen Geschichte gestört hat, ist, dass man gar keine anderen Optionen überhaupt offen gelassen hat. Ich wusste, dass es anders ging. Ich wusste, dass mit vernünftiger Ernährung und mit Bewegung sehr viel zu machen ist. Das andere, was mich gestört hat, ist, eine Aufklärung über die möglichen Risiken gab es nicht. Und leider sehe ich heute, wenn ich so einige Foren durchlese, wo es also um das Thema Abnehmen, Gewicht und so weiter geht, und wo auch Subforen vorhanden sind, wo genau diese Sachen behandelt werden, immer wieder Menschen, denen es mit diesen Operationen nicht so gut geht, die mit schweren Folgen hinterher zu kämpfen haben. Und deswegen finde ich es nicht so toll, dass dann entsprechend die Aufklärung zumindest bei dem Arzt, wo ich da gewesen bin, nicht so gut gewesen ist. Aber sei es drum, das ist sowieso nicht der Weg, den ich gehen werde. Also das können wir von vornherein komplett mal ausschließen. Mein Weg wird eigentlich wieder der sein, wie ich es vor 10 Jahren neu gemacht habe. Ich möchte mich wieder gesünder ernähren. Ich möchte mich wieder mehr bewegen. Und ich möchte Kilos verlieren. Für ein gesünderes und besseres Leben. Ja. Wo soll ich jetzt anfangen? 10 Jahre, eine lange Zeit. Wenn ich mir jetzt überlege, wie es damals angefangen hat, ja, so ähnlich komme ich mir auch heute noch vor. Ich war vor kurzem beim Einkaufen, da bin ich auf einen Mann gestoßen. Etwa vom Gewicht her würde ich sagen, auch so mein Kaliber. Größenordnung 170, 180 Kilo plus. Und ja, ständig war mir dieser Mann im Weg. Ich hatte eigentlich nur einen Vorteil gegenüber ihm gehabt. Ich bin mit meinen Füßen besser vorangekommen als wie er. Was vielleicht auch daran lag, dass ich durch meine Mutter und die Pflege von ihr und dass ich da viele Wege machen muss, gezwungen war, mich trotz meines Gewichtes regelmäßig auf 2 Beinen irgendwo hin und her zu bewegen und meine Beine es doch irgendwo gewohnt waren, diese große Masse vom Körper halt in Schwung zu halten. Nur das ist kein Dauerzustand. Irgendwann geben auch die Beine dann mal auf und sagen, nein, ich will nicht mehr. Ich spüre auch heute schon immer wieder mal, dass der Kreislauf nicht so richtig mitmacht, wo ich dann natürlich sage, die Gefahr ist groß, dass das Ganze in eine Spur reinläuft, die ich nicht gerne haben möchte. Ja, ich kam mir natürlich ein bisschen besser vor als wie dieser Mann, aber ein Vorbild, nein, ein Vorbild bin ich bei weitem nicht mehr. Wenn ich Vorbildfunktion da nehme, also das hat irgendwo eher etwas davon, als wenn ein Eisbär in der Wüste versucht, eine Medaille im Skilanglauf zu bekommen. Aber Vorbild, nein. Ich momentan nicht. Wenn ich auf eine Waage steige, dann bekommt ich prompt die Anweisung von ihr, diese doch nur einzeln zu betreten. Ich kann aus allen Seiten des Bettes gleichzeitig aus dem Bett rauskrabbeln, wenn das Bett nicht vorher in sich zusammengekracht ist. Angenommen, ich würde meine alten Laufsachen nochmal anprobieren. Wenn ich sie dann noch überhaupt irgendwo über irgendein Gelenk drüber bekomme, es hätte schon ein bisschen arg was von diesem Michelin-Männchen aus der Autoreifenwerbung. Gehe ich an die Nordsee schwimmen, hätte ich Probleme, wieder aus dem Wasser zu kommen. Greenpeace würde mich immer wieder zurück ins Nass ziehen. Atme ich, pfeife ich ab und zu wie eine alte Dampflok, bekomme ich durch den Asthma einen Hustenanfall, glauben Schmetterlinge, dass sie in einen Wirbelsturm geraten. Und ich verzähle mich mittlerweile, wenn ich Klamotten kaufe, ob der vielen X'e, die auf den Etiketten stehen. Irgendwas muss passieren.
Ja, mit Arzt und Co. ist viel daneben gelaufen. Ich hatte versucht, eine Reha-Verordnung zu bekommen. Ich hatte andere Probleme geschildert. Irgendwie kam dann halt in erster Linie nur das Problem des Blutdrucks nach vorne. Ja, auch ein schweres Thema. Ich habe es ja schon angesprochen, dass ich immer wieder Probleme mit dem Kreislauf habe. Aber irgendwo muss es auch mit dem Thema Bewegung weitergehen. Und leider ist es heute so, dass dank Corona dort nicht allzu viel machbar ist. Fitnessstudios haben hier in Hessen zwar derzeit noch offen, aber da die Indizes mittlerweile hier auch über 100 gelandet sind, muss man eigentlich tagtäglich damit rechnen, dass diese wieder auch für die Einzelterminvergabe geschlossen werden. Wir haben hier ein erstklassiges Reha-Zentrum, wo ich wieder einen Einstieg in die Bewegung und den Sport bekommen könnte. Nur um dort regelmäßig zu trainieren, braucht man wirklich eine Reha-Verordnung. Weil auch hier ist das so, die Leute, die frei trainieren, die sind genau wie im Fitnessstudio halt darauf angewiesen, dass die Indizes unten bleiben. Sie bleiben nur halt momentan nicht unten. Sprich, auch diese werden irgendwann dort von der Trainingsfläche verschwinden. Und dass die Einrichtung dort wird halt dann nur diejenigen betreuen dürfen, die entsprechend eine Verordnung vorweisen können. Ich bin ganz ehrlich, ich würde auch ohne eine solche Verordnung diese entsprechenden Trainings machen. Ich würde diese Trainings sogar selbst bezahlen wollen. Ich darf es nicht, weil auch da unterliegt das wieder halt entsprechend den momentanen Anweisungen, dass sowas nur mit Verordnung läuft. Schade, dass unser Gesundheitssystem momentan so am Rad dreht und dass es so außer Gefecht gesetzt wird, dass man sich selber nicht wirklich helfen kann. Deswegen habe ich mich nochmal eindringlich an meinen Hausarzt gewandt, mir doch eine entsprechende Verordnung zur Verfügung zu stellen. Ich hoffe, dass sich dort zu meinen Positiven in den nächsten ein, zwei Tagen etwas tut, weil ich möchte halt entsprechend doch gerne langsam vorwärts kommen und nicht mich nur auf meine Kochkünste verlassen, zumal es so ist, dass ich alleine nur mit dem Essen es derzeit nur schaffe, mein Gewicht gerade so in einem Bereich von plus minus 1 Kilo zu halten. Das ist auch schon mal nicht schlecht, weil es damit dann schon mal zumindest die Sache an sich nicht schlimmer wird. Nur was dann halt mich ein bisschen betrüblich macht, ist, es wird auf der anderen Seite auch nicht besser. Natürlich bin ich auch dabei, einen Plan B auf die Beine zu stellen. Der Plan B hat dann in Anfängen so ausgesehen, dass ich vor kurzem bei einem Discounter stand und tatsächlich zwei, ja, wie soll ich sagen, es sind zwei Stöcke gekauft habe. Ja, Walking. Ein tolles Thema. Ganz ehrlich, aus meinen Läuferzeiten kann ich mit Walking nicht wirklich viel anfangen. Nicht, dass ich irgendwas, wirklich was gegen Walker habe, weil letzten Endes ist es so, auch die tun sich irgendwie bewegen, sie machen irgendwo was dafür, dass sie gesünder sind. Aber Walker, die haben natürlich ihre typischen Probleme, bringen diese mit sich. Manche mögen es Vorurteile nennen. Es ist leider das, was ich genau immer wieder bei meinen Läufen erlebt habe. Ja, es war so gewesen, wenn Walker sind es natürlich als Mehrzahl gemeint, mehrere Walker, wenn die entsprechend dann nebeneinander gelaufen sind, die kannten es nicht, dass man mal drauf horcht, ob da von hinten ein Läufer kam. Die Bahn mal frei machen, hintereinander laufen. Das waren alles so Sachen gewesen, die gab es bei denen nicht. Wenn ich diese überholen wollte, musste ich über die Wiese laufen und aufpassen, dass ich mich dabei nicht auf die Fresse lege. Das waren leider meine Erfahrungen mit den Walkern. Und dann diese Gespräche. Rita,
Hast du auch den Käsesahnekuchen probiert, der letzte Woche da bei Omi gestanden hat? Ja, der war total lecker. Und das Fleisch, was es dann am Abendessen aus dem Smoker gab. Leute, wenn ich da hinterherlaufe, dann nehme ich alleine vom Zuhören schon 5 Kilo zu. Und dann soll man dann damit auch noch abnehmen können? Das kann doch gar nicht sein. Nein, Spaß beiseite. Es ist so einiges, was mir am Walking halt aufgestoßen ist. Es fängt schon mal damit an, dass viele die Stöcke einfach falsch halten. Walking kommt aus dem Ski-Nordisch-Training und da ist es halt entsprechend so, dass man wie beim Skilanglauf entsprechend die Stöcke mitnimmt. Es gibt genug Leute, die diese Stöcke mehr oder weniger hinter sich herstorfen. Fast so, als wollten die eine Spur ziehen, damit sie den Weg nach Hause wiederfinden. Ja, das ist ein. Was soll man dazu sagen? Es ist einfach nicht meine Welt. Und jetzt halt ist es natürlich so, ich habe dann als Plan B nur noch eins gesehen. Du musst in den sauren Apfel beißen. Irgendwie musst du zu Bewegung kommen. Und falls es dann absolut mit dem Reha-Zentrum nicht klappen sollte, in drei Teufelsnamen, dann muss es eben halt Walking sein. Vor 10 Jahren habe ich angefangen, ad hoc meine Ernährung umzustellen. Und bei Herr habe ich dann jeden Morgen etwa 10 Minuten strammes Gehen gemacht, habe dann eine flotte Wende gemacht, bin nach Hause, habe mich geduscht und habe dann erstmal lecker gefrühstückt. Dreimal die Woche gab es dann abends noch ein Training in Bad Sohn-Allendorf an den Bruchteichen. Das sind so zwei Teiche, die so nebeneinander liegen, ein größerer, ein kleinerer. Wenn man so entsprechend da drum lief, dann konnte man wie so eine Acht um die Teiche laufen. Die längste Strecke war so um die 3,5 Kilometer, die kürzeste um die 2,5 Kilometer. Und da konnte man sich entsprechend gut bewegen. Und man war auch ein bisschen fernab vom Schuss gewesen, von den Leuten, die einen so kennen. Und man hatte dann eine Ruhe dabei gehabt. Das sind Sachen, die kann ich heute so nicht machen. Wenn ich jetzt irgendwo anfangen würde, einfach quer durch den Wald zu schießen, dann müsste ich schon Angst haben, dass dann irgendwann mein Herz und Kreislauf nicht mehr mitmacht. Deswegen wäre mir ein Training anfangs in einer entsprechenden Einrichtung unter Anleitung deutlich lieber, als dass ich auf eigene Faust irgendwo etwas probiere. Zumal ich dann auch deutlich besser und feinfühliger wieder auf das Thema, was die letzten 2 bis 3 Jahre nicht so im Leben stand, wieder hingeführt wird, sprich Bewegung, Bewegungsabläufe, dass man sich entsprechend anstrengt, ohne dass dann gleich der Körper kollabiert, also sprich, dass man langsam steigert, dass man halt auch seine Probleme mitnimmt, sprich wie bei mir entsprechend Herz-Kreislauf, Asthma und so weiter, dass das entsprechend alles angeregt wird, aber auch so gemacht wird, dass es nicht zu einer Überanstrengung kommt. Diese Balance zu halten, ist für einen alleine, zumindest in der Anfangszeit, nicht wirklich einfach. Und da gehört schon ein bisschen Erfahrung mit dazu und entsprechend auch eine helfende Hand. Ich hoffe, dass ich halt entsprechend morgen oder übermorgen meine Verordnung dann doch endlich habe, nachdem ich dann den Doktor auch ein bisschen auf die Umstände darauf aufmerksam gemacht habe, wie das heute alles entsprechend in diesem Reha-Zentrum funktioniert. Ich bin mir nicht sicher, ob er sich da so ganz bewusst ist, was heutzutage im Moment durch Corona möglich und nicht möglich ist. Ja, und dass ich dann da in dem Punkt dann entsprechend auch wieder anfangen kann. Ein anderer Punkt ist natürlich das Thema Ernährung. Auf dieses Thema werde ich im Detail in meinem nächsten Beitrag in diesem Podcast eingehen. Ich habe seinerzeit sehr gute Erfahrungen mit schlankem Schlaf gemacht. Und weil ich damit seinerzeit weit über 80 Kilo abgenommen habe, werde ich es auch dieses Mal wieder genauso machen, weil ich mit Spaß und Genuss
gerne abnehmen möchte. Es soll keine Selbstkasterei sein. Es soll, ja, es soll so sein, wie es, wie man es am liebsten möchte. Eine Umstellung sein, die man für immer weiter und weiter und weiter fortbetreiben können möchte. Und das hat mir halt damals sehr viel gegeben. Gut. Ich könnte nun natürlich jetzt dahergehen und bräuchte einfach nur von mir früher nachlesen, was ich da alles so gemacht habe. Und müsste das Ganze nur wiederholen. Nur ganz ehrlich, ich würde mir die Chance nehmen, die Fehler, die ich damals gemacht habe, nochmal zu machen. Obwohl, ganz, sind wir auf der Ansicht mal wirklich ehrlich, es geschieht nicht immer alles zweimal auf dieselbe Art und Weise. Damals war ich deutlich gesünder als heute. Ich war, hatte einen deutlich besseren Standpunkt als heute. Heute muss ich sehen, dass ich meine Gesundheit irgendwie auf die Reihe kriege, dass ich sie mitnehme, dass sie das nicht verschlechtert, sondern verbessert. Und dass halt das entsprechend zusammenpasst, wie es zusammengehören soll, damit ich zu meinem Ziel komme. Ich möchte gerne am Ende dieser Reise wieder ein Gewicht von deutlich unter 100 Kilo haben. Ich spreche ganz bewusst nicht davon, dass ich wieder in den Bereich rein möchte, wo mein Idealgewicht ist. Das ist ein Bereich, den hatte ich bestenfalls mit 6 Jahren, bevor ich eingeschult wurde und die Schultüte leer gemacht hatte. Ich komme auch mit einem Gewicht so um die 85, 90 Kilo, obwohl das immer noch für meine Körpergröße locker mal 10, 12 Kilo zu viel sind. Sehr gut klar. Auf jeden Fall deutlich besser, wie ich mit meinem derzeitigen Gewicht klarkomme. Und da möchte ich wieder hin. Ich möchte irgendwann wieder laufen können. Natürlich nicht mehr in diese Schiene, wie es damals war, dass ich massenweise Wettkämpfe bestreite. Die Zeiten sind für mich vorbei. Ich möchte es aber einfach so haben, dass ich sagen kann, ich ziehe meine Laufschuhe an und laufe in meinem Tempo locker eine Stunde oder 10 Kilometer einfach durch. Ohne dass ich dann hinterher einen Defibrillator brauche oder mich an das Sauerstoffzelt anschließen muss. Also ich möchte einfach für mich insgesamt gesünder werden. Und ich habe da auch so ein gewisses Bild im Auge, wie das Ganze aussehen könnte. Und daher auch halt mein Motto, ich bin schlank, man sieht es halt nur noch nicht. Und davon möchte ich halt in diesem Podcast weiterhin berichten, von meinen Fortschritten, von Erfahrungen. Ich möchte aber auch über das eine oder andere Thema so drumherum immer wieder berichten, halt entsprechend, wenn es um so Themen geht, Ernährung, gesunde Ernährung, Kochen, Gesundheit, Bewegung, Sport und was man da entsprechend alles machen kann. Ich hoffe, dass ich vielleicht hier und da mal den einen oder anderen Gast in meinen Podcast einladen kann, wobei das in den Anfangszeiten mit Sicherheit alles in erster Linie hier eine Solonummer sein wird. Aber man soll niemals nie sagen, man weiß nie, wo so ein Projekt wie dieses hier enden kann. Ja, und ich möchte euch einfach daran teilhaben lassen. Vielleicht werde ich ja damit dann doch irgendwann wieder das Vorbild, was ich für den einen oder anderen seinerzeit in meiner ersten Abnehmphase mal gewesen bin. Ich weiß, dass sich einige in meinem Fahrwasser auch verschlankt haben, dass sie sehr gute Erfolge erzielt haben. Genau da will ich wieder hin, in die Bereiche von den damaligen Erfolgen. Und vielleicht lässt sich ja der eine oder andere von mir doch inspirieren und anleiten, zu sagen, nein, ich schmeiß die Flinte noch nicht ins Korn. Es ist noch nicht die Zeit aufzugeben. Ich probiere es auch. Ich werde diesen Weg auch beschreiten, auch wenn es steinig und schwierig werden sollte. In dem Sinne verabschiede ich mich für heute von euch. Das nächste Thema wird halt entsprechend, wie ich es eben schon angekündigt habe, sich so ziemlich um das Thema Ernährung drehen.
Der Beitrag wird wahrscheinlich so am kommenden Wochenende irgendwann online gehen. Ja, ansonsten kann ich euch nur viel Spaß wünschen. Ich wünsche mir mit dem Podcast entsprechend viel Erfolg, euch gute Laune und dass wir zusammen möglichst viele Butterstücke verlieren. Ja, und ja, das war's für heute. Bleibt gesund, bleibt in Bewegung, verliert viele Kilos. Viel Spaß. Das war unser heutiger Beitrag zum Podcast Ich bin schlank, man sieht es nur noch nicht. Als Titeltrack und Episodenfinale dient der Titel Happy Boy von Kevin MacLeod. Diese und weitere Episoden des Podcasts findet ihr in meinem Blog unter www.norbx.de.